Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Huawei Blog. Ich bin der Jan von Huawei Blog und ich teste heute mit euch die Huawei CM510 Bluetooth Lautsprecher. Bleibt am besten bis zum Ende dran, denn am Ende gibt es noch ein Gewinnspiel. Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Als erstes kommen wir zum Packungsinhalt. Dort haben wir den Lautsprecher selbst, eine Garantiekarte, eine Gebrauchsanleitung, ein 14 cm langes Micro-USB-Kabel zu USB und dann noch ein Schlüsselband. So, nun kommen wir zum Gerät selbst, den Huawei Mini-Speaker CM510. Dieser ist gerade einmal 50 x 56,3 mm groß und wiegt auch nur 101 Gramm, also ist somit ein sehr kleiner Lautsprecher. An der Verarbeitung habe ich nichts zu bemängeln. Hier hat mir auch gefallen, dass es Gummibeinchen gibt, damit der Lautsprecher während der Musik sich nicht bewegt. Und an Anschlüssen haben wir hier einen Micro-USB-Eingang, welcher zum Ladung genutzt werden kann. Aber leider ist dieser nicht abgedeckt. Dennoch verspricht Huawei eine Wasser- und Schweißbeständigkeit im Alltag, da der Lautsprecher IPX4 zertifiziert ist. Außerdem gibt es links neben der Ladebuchse noch ein kleines Mikrofonloch, welches für die Freisprechfunktion genutzt werden kann. Dies funktioniert auch ganz gut im Alltag. Ich blende euch an dieser Stelle mal einen kurzen Klangtest vom Mikrofon ein. Dies ist ein Mikrofontest mit dem Huawei Mini Speaker CM510. Jetzt vom Nahen, jetzt vom Weiten. Dann haben wir hier noch einen Multifunktionsbutton. Diesen kann man zum Pausieren benutzen, zum Wiedergeben, zum Stereo-Modus paaren benutzen und zum An- und Ausschalten. Und hier haben wir noch eine LED. Der Akku des Lautsprechers ist 660 mAh groß und soll laut Huawei 4 Stunden halten. Aber jedoch hatte ich in meinem Test eine Lebensdauer von 9 Stunden. Auf jeden Fall ist hier mehr drin, als Huawei es verspricht. Aber das hängt natürlich auch von der Lautstärke ab, in welcher Lautstärke ihr die Musik wiedergibt. Wenn die laut ist, die Musik, dann ist es natürlich eine kürzere Lebenszeit. Und aufgeladen wurde der Akku bei mir innerhalb einer Stunde und 40 Minuten von 0 auf 100%. Der Huawei Speaker CM510 hat eine UVP von 39 Euro, aber ihr bekommt den mittlerweile auch schon für ungefähr 20 Euro. So, nun kommen wir zum Klangtest. Zuerst schalten wir das Gerät an. Dazu halten wir die Taste hier gedrückt. Und verbinden den Lautsprecher per Bluetooth. Nebenbei, der Lautsprecher verfügt über Bluetooth 4.2, also nicht der aktuellste Standard, aber es sollte für die meisten ausreichen. Dann gehen wir auf Geräteverbindung, Bluetooth an und dann wird er auch gleich hier angezeigt. So, hier ist er verfügbare Geräte angezeigt und jetzt verbinde ich ihn. So, jetzt ist er verbunden. Wie ihr seht, das geht ziemlich schnell. Und jetzt spiele ich mal einen Song ab für den Klangtest. Ich mache jetzt etwas lauter. Jetzt sind wir auf höchster Lautstärke. Natürlich gibt es auch einen Stereo-Modus, dafür benötige ich dann einen zweiten Lautsprecher und diesen habe ich auch hier. Um diesen zu starten, den Stereo-Modus, müssen wir bei einem Lautsprecher die Taste doppelt drücken und schalten den anderen an.
Der zweite Lautsprecher darf nicht mit einem anderen Gerät gepaart sein, sonst geht das nicht. So, nun sind sie im Stereo-Modus. Und jetzt gucken wir mal, wie der Klang so ist. Persönlich finde den Huawei Speaker CM510 gut, aber für den Klang bekommt man bei der UVP von 39 Euro schon woanders bessere Bluetooth-Lautsprecher. Vom Stereo-Modus kann ich nur abraten, da der Aufpreis von noch einem weiteren Speaker nicht dem Klang gerecht ist. Für 80 Euro würde man auf jeden Fall bessere Lautsprecher bekommen. Aber alles in allem ist der Huawei CM510 ein solider Lautsprecher und ich sage mal, wenn man ihn für 20 Euro bekommt, kann man da nicht viel falsch machen. Und wenn ihr auch so einen Huawei Speaker CM510 gewonnen wollt, dann müsst ihr einfach unter dem Beitrag im Huawei Blog in den Kommentaren schreiben, welchen Song ihr zuerst mit dem Speaker hören würdet. Weitere Bedingungen zum Gewinnspiel findet ihr dann noch in der Videobeschreibung und auf Huawei Blog. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.